Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Domekeeper mit der Schwertkuppel. In einem sehr zerklüfteten Hintergrund sind wir am Ressourcen sammeln. Ich habe hier schon mal rechts freigelegt die Ressourcen, da werden wir einen Samen draufsetzen, wenn wir einen finden. Mal gucken. Okay, hier geht's weiter. Nein. Okay, interessant, wie das aufgebaut ist. Die nehmen wir schon mal mit. Oh Gott. Kleine Motte ist viel zu schwach. So. Nach oben. So, Radar. Wann kommt die nächste Gegnerwelle? Und die Strukturanzeige brauchen wir. Das sind die wichtigsten Sachen zum Start. Gucken, ob wir das noch schaffen, dass wir den Rest holen. Aber das müssten wir eigentlich hinkriegen. Dass wir vielleicht sogar das erste Bohrer-Upgrade. Oh ne, das schaffe ich nicht. Uns reinziehen. So, das rechts lassen wir stehen. Ich weiß nicht, wie viel man stehen muss, ob es einen Unterschied macht, ob der Samen auf dem Doppelressourcenvorkommen sitzt, aber ich lasse es einfach mal so drin. So. 6 für das erste Schwert-Upgrade, 4 für den ersten Bohrer. Bohrer. Kampf. Komm her. Na? Das ist aber stabiler als erwartet. Okay. Das nächste Upgrade auf jeden Fall auf das Schwert. Das ist ein bisschen schwach. Wir holen uns erstmal die raus. Du kommst auch mit. Wie schön die Katze da auf dem Rand von der Röhre liegt. Und Geschwindigkeit wäre auch was Tolles. So. Erstmal nach unten. Vielleicht haben wir Glück, dass innerhalb der Röhre was liegt. Nee, haben wir bisher nicht. Okay, jetzt noch rechts. Fluggeschwindigkeit wäre auch eine gute Nummer, ne? Hä, was ist denn das? Ist das ein Samen? Ich glaube nicht. Nee, das ist irgendeine andere Ressource, hat nur eine andere Farbe. Haben wir 4 Stück. Nee, langt nicht. Kampf natürlich. Was denn das Schwarze? Warte mal, wird das hier vielleicht angezeigt? Grün, 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 Dreieck. Ach da, in der Mitte. Ich sehe es gerade. Ja, okay, das ist eine Ressource, die wir einsammeln können. Das ist, ja, ja. Das ist sowas wie das Wasser. Achso, die wollte ich ja nicht abbauen hier vorne. Sehr nice. Okay, nehme ich auch noch mit. Okay, 3 Stück mehr ist nicht drin. So, die lasse ich hier drin, auch wenn das eine Ressource vielleicht Verschwendung ist, weil der Samen nur eine braucht. Aber ich denke, das passt. Dann können wir jetzt das Upgrade durchziehen hier. Schwert. Ja, Hiebschaden erhöhen. Definitiv. Was sind das hier unten? Ah, Reflexion. Okay. Ah, das ist das, was dem Ding angezeigt worden ist, ja. Schaffen wir das noch? So, Zeit optimal genutzt.
Da kommen Sternschnuppen runter, wie schön. So, das lassen wir liegen. Haben wir hier was liegen lassen rechts? Ich weiß es nicht mehr. Nice. Das brauchen wir auf jeden Fall. Geschwindigkeit oder Tragen? Ich glaube eher Geschwindigkeit als erstes. Krass das ist, wenn du vorher diese, wenn du das bis ins Finale so weit geschafft hast, oh, ich muss nach oben, und dann bist du so eine gewisse Geschwindigkeit gewohnt vom Spiel, dann kommst du in diese neue Runde und denkst nur so, okay. Okay, ist die Wand. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir hier nichts übersehen. Oh, sehr schön. Ein Träumchen. Noch so gechillt, alles ruhig. Nee, das schaffen wir zeitlich nicht. So, 7. Was können wir denn hier machen? Die Zielprognose, das brauche ich eigentlich erstmal nicht. Der Stoßschaden von dem Schwert. Der Stoßschaden von dem Schwert. Schildstärke. Ah, das war das mit dem Elektroschock. Ah, das ist hier die Unverwundbarkeit, die wir neu freigeschaltet haben, ne? Ja, ist das gut, die Unverwundbarkeit? Weiß ich nicht. Ich meine, Elektroschock ist auf jeden Fall gut. Oder die Reflexion hatten wir die ganze Zeit, ne? Nee, ich gehe erstmal auf Schaden. Jetzt ist die Frage, sparen wir uns das Zeug, um unser Schwert stärker zu machen, oder müssen wir den Stoßschaden erhöhen? Schneller Stoß. Das ist wichtig, die Abklingzeit zu reduzieren. Ja. Stoßschaden plus 10, Stoßschaden plus 40. Weil das dauert immer unheimlich lang, wenn wir die oben in dem Himmel wegballern müssen. Ich glaube, das mache ich. Reflexion ist halt auch, ich mache Reflexion, komm. Würde ich sagen. Ich überlege, wie ich mir dann abgekaspert habe beim ersten Mal mit der Kuppel. Ich mag sie zwar immer noch nicht, aber... Oh, mehr tragen wäre auch eine super Nummer.
Okay, nehme ich. Na, Katze, alles gut. So, 8. Fluggeschwindigkeit oder bohren? Die sind halt sehr langsam, finde ich. Haben wir hier noch was, was uns was hilft am Anfang? Struktur plus 300%. Auch nicht schlecht, ne? Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war. Wir werden es erleben. Oh. Ach, blödes Ding. Ah, die Reflexion ist sehr gut. Das ist sehr, sehr nice. So, warte mal, wir werden aber erstmal die oberen Schichten kaputt machen, sonst liegen hier vielleicht noch wertvolle Ressourcen in der Mitte. Oder ein Artefakt oder was auch immer. Müssen wir liegen lassen. Ah, ein Königreich für einen Teleporter. Ich glaube, die eine... Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich rechts das Eisen rausnehme, das eine. Oh, 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 nice. Na komm. Komm. Komm, wir gehen Gassi. Nämlich nach Hause. Oh, flieg, kleine Motte, flieg, kleine Motte, flieg. Ja, ja, ich weiß, ich bin da. Ressourcenumwandler, Kobalt oder Kondensator? Shit. Alles andere. Borbert, Aufzug, Portal. Nehmen alles andere, aber das, Ressourcenumwandler habe ich, das dauert mir zu lang. Nehmen Kondensator. Können wir unsere Kuppel irgendwie ein bisschen besser schützen? 2. Nee. Okay. Blödes Stück. Oh. Ich hasse die Schildkuppel. Ich mag die nicht. Da freut sich über ein Artefakt und es hat gar keine Auswirkungen gehabt. Schade. Rest. Dann buddeln wir uns am besten von oben nochmal quer nach rechts durch. Voll entschleunigt das Gameplay mit der Kuppel jetzt am Anfang, wenn man noch nichts hat, ne? Schafft man das noch zeitlich? Ich hoffe doch. Ach, das war unter mir. Shit.
Oh. 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 Komm her. Gib mir den mit. Ja, ich bin da. Ich bin da. Chat, ich muss den hier ablegen. So. Oh Gott. An der Föß. Das war blöd. Hm. Die können wir unsere Kuppel verstärken. Ich brauche das Gebitzel eigentlich. Ich brauche das Gebitzel. Das wäre viel wichtiger als alle andere Kram. Der Elektroschock. Die Unverwundbarkeit haben wir zwar freigeschaltet. Ich weiß es, aber ich finde, der Gebitzel ist wichtig auch bei den kleinen Viechern. Weil damit können wir auf jeden Fall, na, das sollten wir machen, ne? Schildstärke erhöhen, das machen wir als erstes. Damit können wir auf jeden Fall die kleinen Viecher abwehren, weil oh guck mal, der Samen, der wird gut. Der ist genau an der richtigen Stelle gelandet. Achso, erstmal links gucken, ne? Ich glaube, wir hatten ja nicht alles rausgeholt. Jetzt mal nach oben. Hier buddeln wir nochmal dazwischen. Ja, nichts mehr drin. Das ist die Mitte? Das ist die Mitte, ne? Das noch einmal? Müsste gehen. Ja, ich bin da. Nicht anfangen ohne mich. Nicht anfangen ohne mich. Nicht anfangen. So, lass mal kurz überlegen. Ich bräuchte Geschwindigkeit, aber ich brauche was, mit was ich mich besser verteidigen kann. Hohe Reichweite, schneller Stoß. Bin mir echt unsicher. Ich bin mir maximal unsicher. Hier können wir nichts updaten. Mehr tragen wäre auch schon eine Nummer, ne? Ach, wird schon schief gehen. Du kleiner Drecksack. Schwing. So, wir holen noch mal ein bisschen Ressourcen. Hat der jetzt. Der hat beide Ressourcenvorkommen eingesamt. Schwierig. Ihr wisst, was ich meine, ne? Der Samen hat beide Ressourcenvorkommen sich geholt. Wenn ich das oben jetzt gerade richtig gesehen habe. Die sahen nämlich beide verändert aus. Doch, wir haben mehr Tragen aktiviert, ne? Oder? Habe ich mehr Tragen aktiviert? Guck mal, die sind beide verändert, die Ressourcenvorkommen. Vielleicht kommt jetzt doppelt so viel raus. Aus dem Vorkommen da unten. Hm, mal gucken. Ja, ja. Das Upgrade hatten wir. D1 müssen wir loswerden, das macht uns auf jeden Fall zu langsam. Und
Und wir müssen den Gang breiter machen, direkt am Anfang. Oh, jetzt kommt schon die nächste Welle. Machen wir die noch? Komm, die machen wir noch. Zum Ende der Folge noch eine Welle. Ah, ich bin vorbei. Ich... Okay, jetzt komm. Oh Gott, die Kuppel fast kaputt. Oh, leck mich, das war keine gute Runde. So, jetzt sind wir zumindest wieder heile, ne? Bis zum nächsten Mal in Domekeeper. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.